Wie ihr den Nintendo Switch Pro Controller am besten mit eurem Windows PC verbindet und es einrichtet, dass er perfekt mit Rocket League funktioniert, das zeige ich euch in diesem Video und gleich geht's los. Hallo zusammen, mein Name ist FitzFuchs und heute zeige ich euch, wie ihr den Nintendo Switch Pro Controller am besten mit eurem Windows PC verbindet und zwar mit dem Spiel Rocket League. Ja, ich weiß, Rocket League kommt auch Ende des Jahres für den Nintendo Switch raus, aber so lange wollte ich nicht warten, es ist ein gutes Spiel, es ist gerade im Angebot gewesen und da ich einen Switch Pro Controller besitze, habe ich mir gedacht, lässt er sich nicht mit dem Windows PC verbinden? Ja, lässt er sich und es gibt aber keine wirklich gescheite Anleitung in Kombination mit dem Spiel Rocket League, deswegen ich gedacht habe, ich erstelle euch mal eben selbst eine. Wichtig ist nur, ihr benötigt Bluetooth dafür. Habt ihr kein Bluetooth in eurem PC, empfehle ich euch einen USB-Dongle. Zum Beispiel den hier von der Firma Asus. Link dazu packe ich euch in die Videobeschreibung. Aktuell, wo ich dieses Video erstelle, kostet er um die 13 Euro, ist Plug and Play und funktioniert reibungslos. Aber das muss natürlich eingerichtet werden und wie, das zeige ich euch jetzt. Ihr findet dann unten in der Taskleiste nach erfolgreichem Aktivieren eures Bluetooths unten das Bluetooth-Symbol. Das klickt ihr an und schon öffnen sich die Bluetooth und andere Geräte. Ihr klickt nun auf Bluetooth und anderes Gerät hinzufügen, haltet dann den Synchronisationsbutton kurz an eurem Nintendo-Controller, bis der hier unten so anfängt zu blinken. Dann klickt ihr auf Bluetooth-Geräte und jetzt sucht er und findet den Pro-Controller. Verbindung wird hergestellt und damit ist der Controller schon verbunden. Das war es aber noch nicht ganz. Der muss noch kalibriert werden und wenn ihr dann unter Controller eintippt, kriegt ihr hier USB Game Controller einrichten über das Startmenü und ihr habt ein neues Wireless Gamepad. Dort klickt ihr nun auf Erweitert, Quatsch, Eigenschaften, Einstellungen und der muss einmalig kalibriert werden. Ich schiebe es mal ein bisschen weiter rüber, dass man es besser sieht. So. Und zwar seht ihr schon, das flackert jetzt so lustig hin und her. Da müsst ihr einfach mal hier schön im Kreis, bis der merkt, wo die Anschlagswinkel sind. Könnt ihr auch langsam machen, dass alles gut erkannt wird. Und schon haben wir ihn kalibriert. Klicken auf Weiter. Und jetzt möchte er im nächsten Schritt noch unsere weitere Einstellung haben für zum Umschauen. Da geht ihr einmal nach links mit dem zweiten Stick und einmal nach rechts. Und dann auf Weiter. Und dann einmal nach oben und einmal nach unten. Das dient, wie gesagt, zum Umschauen im Spiel Rocket League. Fertig. Damit haben wir unseren Controller eingerichtet. Und jetzt kommen wir noch zu den Einstellungen im Spiel selbst. Kommen wir nun zu den Einstellungen im Spiel. Und zwar, da gibt es noch ein, zwei Sachen, die man beachten muss. Sonst ja, klappt es mit der Steuerung einfach nicht. Und zwar, Steuerung hier kalibrieren, geht es ums Vorwärts- und ums Rückwärtsfahren. Und zwar sind beim Nintendo Switch Pro Controller, wenn der mit Windows gekoppelt ist, automatisch die Start- und Select-Tasten hier auf L2, also ZR und ZL gelegt. Und da ist genau das Problem. Das lässt sich bei Rocket League nicht ganz umlegen. Das heißt, Vorwärtsfahren können wir, wie ich es hier schon gemacht habe, auf diese Taste hier legen. Aber Rückwärtsfahren funktioniert so leider nicht. Rückwärtsfahren musste ich auf diese Taste hier oben legen, nicht auf die untere, weil man kann es zwar einstellen, dann fährt ihr euch rückwärts, aber er zeigt euch immer das Escape-Menü an, also das Optionsmenü, ob ihr abstimmen wollt, um zu verlieren, ob ihr das Spiel verlassen wollt. Das ist ziemlich nervig, das macht so keinen Sinn. Und hinzu kommt noch, dass wir dann aber die Hauptbelegung dieser Taste, nämlich Tabulator, auch nochmal umlegen müssen. Das heißt, ihr scrollt dann so ein Stückchen weiter runter und dann gibt es die Option, lasst mich lügen, genau, Replay speichern halten, hier mit X rauslöschen. Und dann gab es hier, wo ist es? Genau, hier, die Ergebnisliste. Und die Ergebnisliste habe ich dann quasi hier auf diese, wo ich sonst rückwärts fahren würde, beim normalen Controller, auf die ZL-Taste gelegt. Damit liegt sie auf dem Weg und hier oben die Taste ist frei. Das heißt, ich kann die komplett benutzen, um rückwärts zu fahren. Und sonst funktioniert alles bei Rocket League genauso wie bei jedem anderen Controller auch. Das heißt, abgesehen davon, dass halt die Buchstaben nicht stimmen, weil er uns die Xbox-Tasten anzeigt, lässt sich damit aber einwandfrei fahren. Und dass das auch wirklich funktioniert, zeige ich euch jetzt. So, wir sind jetzt hier im Trainingsmodus und ich habe den meinen Nintendo Switch Pro Controller in der Hand. Einziges Manko ist, es blinkt halt immer hier unten, welcher Player connected ist. Das lässt sich nicht ändern, weil er versucht jetzt halt rauszufinden, wer ist Player 1, Player 2, Player 3 und so weiter. Kann er halt nicht kennen, deswegen blinkt das durch.
sagt mir aber auch, er ist connected. Halte ich die Taste hier, die Synchro-Taste kurz, geht er aus, ist nicht mehr connected. Das heißt, einziges kleines Manko, es blinkt halt durchgehend durch, solange wir ihn benutzen, aber ich gucke da eh nicht drauf. Von daher alles halb so wild. Wir können mit ZR jetzt ganz normal vorwärts fahren, lenken, klar, können uns auch umsehen mit dem zweiten Stick, rückwärts fahren, hier oben auf der Taste draufgelegt, auf der normalen L-Taste. Wir haben kein nerviges Optionsmenü, was uns stört, wie in den Optionen bereits erwähnt. Und sonst kann ich diesen Controller hier einmal frei benutzen. Ich habe keine Probleme mit. Ich habe vorher den PlayStation-Controller gehabt und den benutzt. Mit dem geht's fahren einmal frei, klar. Weil die Tasten direkt wie beim Xbox-Controller gelegt sind, auch vorwärts und rückwärts fahren. Es war eine kleine Umgewöhnung, dass man rückwärts mit der Taste hier oben fährt. Hatte ich aber recht schnell raus. Und dadurch, dass das der Kontrollstick hier oben liegt und nicht wie beim PlayStation-Controller hier ein bisschen tiefer, ist es für mich ein Tick ergonomischer, mit dem hinzufahren. Und gerade wenn man länger fährt, was bei Rocket League durchaus passieren kann, macht es einfach wesentlich mehr Spaß, mit dem hier zu fahren. Und mit dem Tor schließen wir das jetzt ab, wollte ich schon sagen. Nein, nicht ganz. Und zwar gab es noch einen User im Reddit-Forum, der hat geschrieben, dass der Switch-Controller der schlechteste wäre. Man soll ihn auf keinen Fall benutzen, weil man keine engen Kurven mit ihm fahren kann. Ich habe, wie gesagt, beide nochmal ausprobiert, nachdem ich den Forumseintrag gelesen habe. Und ich habe keinen Unterschied festgestellt. Also ich würde sagen, ich komme sogar mit dem Pro-Controller noch ein Tick besser von Nintendo zurecht, was auch die Kurvenlage angeht, als mit dem PlayStation-Controller. Von daher kann ich diese Aussage nicht bestätigen und lasst euch da nichts Falsches einreden. Der Controller funktioniert für Rocket League, wenn man ihn in Optionen richtig einstellt, einwandfrei. Damit sind wir schon am Ende dieses kurzen Anleitungsvideos gekommen. Weitere Videos von mir findet ihr hier, hier oder hier unten. Und wer gar nichts mehr von mir verpassen möchte, den rate ich am besten, meinen Kanal zu abonnieren. Abschließend bedanke ich mich noch für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs und wir sehen uns im nächsten Video.